Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe versprochen, wir machen mal den nationalen Waldgipfel von der Nestle-Julia. von der Frau Klöckner meine ich natürlich. Und kauen den mal durch. Und ihr wolltet wissen, mehrfach, gerade wenn Dinge mehrfach gefragt werden, ist es mir selbstverständlich ein Vergnügen und ein Privileg, dann darüber was verlabern zu dürfen. Also was ich von dem nationalen Waldgipfel der Frau Julia da, Frau Julia heißt sie nicht, Frau Klöckner entsprechend halte, ne? Unsere Weinkönigin, Waldministerin meine ich natürlich. So, genügend Politiker-Bashing betrieben an dieser Stelle. Also von meiner Seite, wer mag, darf es in den Kommentaren gerne noch ein bisschen weitermachen, aber bitte freundlich. Grundsätzlich finde ich, Politiker-Bashing ist neudeutsch. Ne? Kritik an der Führungsriege unseres Landes halte ich grundsätzlich für erste Bürgerpflicht. Aber ich finde, der Ton ist gerade insbesondere im Internet in den letzten Jahren auf ein Niveau gesunken, das ich dann weniger schön finde. Und ich möchte darum bitten, bitte zumindest auf meinem Kanal ein vernünftiges Niveau beizubehalten. Heißt, so ein paar kleine, fiese, spitze Bemerkungen, bitte gerne. Wer mag, wer nicht mag, muss nicht, überhaupt nicht. Aber keine Beleidigungen, keine Diffamierungen und bitte alles auch halbwegs begründbar sachlich. Das wäre schön. Und grundsätzlich auch keinen anderen Nutzer in den Kommentaren allzu sehr aufs Maul hauen. Ne? Widerspruch ist ja in Ordnung, aber bitte das immer schön so formulieren, dass niemand beleidigt oder in seiner Ehre verletzt oder sonst irgendwie sowas in der Richtung wird. Ihr wisst schon, wie das gemeint ist, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wer sich da dran nicht hält, der... Das hat dann Konsequenzen, wie es mein Professor manchmal so schön gesagt hat, also einer von denen. So, jetzt hat nationaler Waldgipfel von der Frau Klöckner. Die Frau Klöckner, für alle, die es noch nicht wissen, das ist unsere Waldministerin, so hat sie sich ja selbst genannt, eben für diesen Gipfel. Wenn sie gerade landwirtschaftlich unterwegs ist, dann ist sie die Landwirtschaftsministerin. Und wenn sie gerade ernährungsmäßig unterwegs ist, dann ist sie Nestle-Julia, die Ernährungsministerin, meine ich natürlich. So, und ich wollte doch aufhören. Ach Mann. Jedenfalls hielt sie es für angemessen. Ich denke schon, dass das eine Initiative ist, die größtenteils von Frau Klöckner selbst ausgegangen ist. Kann man natürlich jetzt schwer nachprüfen. Dass wir einen nationalen Waldgipfel abhalten und hat dafür verschiedene Verbände, die was mit dem Wald zu tun haben, eben entsprechend eingeladen. Verschiedene Personen, die was mit dem Wald zu tun haben. Das waren wohl so um die 200 Leute. Ich wurde nicht eingeladen. Schade. Aber gut, da musste ich schon nicht hin. Ist auch nicht schlecht. So, und ich glaube, keiner weiß, dass man mich überhaupt, ne, also man hat mich noch nicht auf dem Schirm so sehr. Noch. Ah, nein. Interessant wäre es gewesen. Jedenfalls lief alles relativ gesittet ab. Dadurch, dass halt eben Fachmenschen im Wesentlichen anwesend waren, kann man sich, wenn man Fachmenschen so zusammenbringt, meistens in so ein paar Punkten einig sein. Insbesondere, wenn man den einen oder anderen, sagen wir mal, Waldradikalen außen vor lässt, dann steht die Frage, ob Wald bewirtschaften, meistens gar nicht im Raum. Frau Klöckner hat es mal angesprochen, gehen wir nachher noch drauf rein. Sondern es steht lediglich, wie den Wald bewirtschaften im Raum. Vielleicht ist es eine zentrale Erkenntnis, die man immer mal mitbringen sollte, wenn man sich über das Thema Landbewirtschaftung unterhält. Das schließt natürlich Waldbewirtschaftung mit ein. Ich denke, die allermeisten, also sicherlich 99% derjenigen, die in irgendeiner Form Land bewirtschaften, haben begriffen, ja, auch wenn es vielleicht politisch interessant ist, ihnen das Gegenteil zu unterstellen, aber ich denke doch wirklich, dass die allermeisten begriffen haben werden, dass, wenn sie die Natur auf ihrem zu bewirtschaftenden Land völlig ignorieren, sie voll aufs Maul kriegen. Ja?
Das weiß der Winzer, wenn da das Wetter nicht mitspielt und die Natur anders will, dann ist die ganze Weinernte am Arsch. Das weiß der Förster, wenn der Sturm ihm die Bäume umschmeißt. Ja, das weiß der Landwirt, wenn die Dürre ihm den Mais verdorren lässt. Das ist allen klar, dass es nicht völlig egal ist, wie man mit der Natur entsprechend umgeht, wenn man von dieser leben möchte. Primärer als das alle anderen Menschen, die nicht direkt mit dem Land arbeiten, so wirklich wissen. Es ist natürlich populär, dass man heutzutage in der Stadt hockt, den Wunsch nach Natur hat, was ja nachvollziehbar ist, und dann rausgeht und dann findet man nicht die Natur so, wie man sie sich jetzt gewünscht hat, sondern so, wie sie nun mal realitätsbedingt eben ist. Und dann ist man sauer. Ja, und wer ist dann schuld? Diejenigen, die die Natur kaputt gemacht haben, beziehungsweise die sie nutzen. Dass wir allerdings alle die Produkte, die aus diesem Nutzen dieser Natur hervorgehen, eben entsprechend kaufen. Auch die Veganer brauchen landwirtschaftliche Erzeugnisse. Nur mal am Rand angemerkt, um nochmal ein bisschen auf die Veganer einzuhacken. Hallo, herzlichen Gruß. Also die meisten, die bei mir Veganer und Zuschauer sind, sind ja schon Schlimmes von mir gewöhnt und dementsprechend inzwischen etwas abgehärtet. Wovor ich großen Respekt übrigens. Langsam mal echt hege, muss ich mal auch mal erwähnen. Gut, jedenfalls... Das ist so eine ganz, ganz gravierende falsche Annahme von, ja, ich will sie jetzt in kein politisches Lager reinstecken, aber ich glaube, es sind einfach die Leute, die eine romantisierte Vorstellung davon haben, was Natur eigentlich ist, beziehungsweise was Natur sein sollte und die außer Acht lassen, dass die Realität auf dem Land, in der Natur sozusagen, dann doch meistens so aussieht, dass man mit dieser Natur, die man jetzt als einzige Einkommensquelle hat, weil man nicht jeder Softwareentwickler sein kann, nicht, dass Softwareentwickler schlecht wäre, aber der hat halt zum Beispiel nichts damit zu tun, dass irgendwelche Äcker leider nur Mais draufsteht und nicht eine bunte Blumenwiese für die Bienchen. Ne? Das ist immer schwierig, wenn man da so weit weg ist von dieser Landnutzungsgeschichte und ich selber bin ja auch kein Landnutzer, ne? Bin ich ja nicht. Ich bin ja bloß Nutznießer der Landnutzung. Ich wohne vielleicht näher dran, aber das ist auch schon alles. Und gehe häufiger mal durchlaufen vielleicht, aber das war es dann echt. Ne? Und das sollte man vielleicht immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, einfach um sich ein bisschen mehr in die andere Seite der Diskussion reinzuversetzen. Das gilt natürlich auch bei der Frage der Waldbewirtschaftung und aus Sicht von der Forstwissenschaft. Und aus Sicht der Waldwirtschaft sowieso und so weiter stellt sich die Frage, ob man den Wald bewirtschaften muss, sowieso nicht. Und ich erwähne das gefühlt in jedem vierten Video, aber ich sage es trotzdem nochmal, ne? Man weiß ja nie, wer zuguckt, müsst ihr euch halt das Ganze nochmal anhören. Den Wald nicht nutzen ist so lange keine Option, bis wir nicht ein Substitut für Holz gefunden haben. Solange wir als Gesellschaft noch einen hohen Holzverbrauch haben, ist die sinnvollste und beste Möglichkeit, diesen Holzbedarf zu stillen, das Nutzen des Waldes vor der eigenen Haustür und nicht etwa das Nutzen des Waldes vor irgendjemand anderes seiner Haustür. Erstens ist das hochgradig unfair. Zweitens fallen extreme Holztransportkosten an. Kosten im Sinne von Geld, Kosten aber vor allen Dingen auch im Sinne von Ressourcen. Wenn ich von Kosten spreche, das sind in letzter Zeit auch ein paar Leute, haben das nicht so ganz begriffen, da muss man immer unterscheiden. Meint er jetzt Geld? Geld ist meiner Meinung nach eher so, sekundär wichtig. Natürlich funktioniert unsere Gesellschaft nicht ohne Geld, aber irgendwie würde es ohne Geld wahrscheinlich nicht zum Massenexodus der Menschheit führen. Ob es ohne Ressourcenkosten, beziehungsweise wenn wir die Ressourcen als Kosten, die Nutzung von Ressourcen eben als Kosten bezeichnen, ob es ohne das Vorhandensein von nutzbaren Ressourcen ginge, da bin ich mir nicht so sicher. Und da könnte der Massenexodus gegebenenfalls, ja, wissen tue ich das auch nicht, aber es geht ja auch ein bisschen drum um meine Meinung hier. Das war jedenfalls die Frage, was hältst du? Das impliziert meine Meinung vom Waldgipfel von der Frau Klöckner, ne? Bei massivem Verbrauch sämtlicher natürlichen Ressourcen bin ich mir über das Überleben der Menschheit nicht so ganz sicher, ob das dann klappen würde. Wenn wir mit dem Geld viel, 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 viel Geld verbrauchen, dann... Naja, es gab schon mehrfach Zeiten auf dem Planeten, da hatte irgendein Land kein Geld mehr. Das Land gibt's noch und alle Leute da sind auch nicht gestorben. Also erfahrungsgemäß ist das nicht so schlimm. Aber gut, ne? Meine Meinung.
aber der geneigte Ökonom mag mir bitte gerne widersprechen. So, ja, und deswegen, eben wegen dem, solange wir noch weiterhin Holz verbrauchen, müssen wir Holz weiterhin benutzen und Holzimporte aus sonst wo, wie gesagt, das ist nicht wirklich besser. Außerdem den Regenwald abzuholzen und den deutschen Wald stehen zu lassen. Der Regenwald, er produziert erheblich mehr Sauerstoff als unser oller deutscher Wald. Verglichen mit dem Regenwald ist unserer nahezu nichts. Das ist lächerlich, ja. Auch was die Biodiversität angeht. Wenn wir jetzt mal wertfrei davon ausgehen, dass wir jedem Lebewesen auf dem Planeten den gleichen Wert zuordnen wollen, nur mal spaßeshalber, ja? Nur mal so als Gedankenexperiment. Dann bringen wir erheblich mehr Lebewesen um, wenn wir den Regenwald abholzen, als wenn wir den deutschen Wald abholzen. Der hat nämlich so roundabout 400 nennenswert vorkommende Gefäßpflanzen da drin, wenn überhaupt. Jede Menge Pilze, okay. Jede Menge Insekten, ja. Noch so ein paar Säugetierchen und einen Haufen Vögel. Das ist alles schön. Aber im Regenwald kannst du jede dieser Zahlen nochmal verzehn- bis verhundertfachen. Also das ist lächerlich, was bei uns an Biodiversität unterwegs ist, verglichen mit dem Regenwald. Ja? Also irgendwie doof. Oder man könnte dann Holz natürlich auch aus Sibirien importieren. Da gibt es die noch geringere Biodiversität, dass da irgendwelche Arten direkt aussterben, nur weil man, sagen wir mal, 300.000, 400.000, 500.000 Hektar Kahlschlag gerade mal wieder gemacht hat. Dann braucht man sich darüber eigentlich keine Gedanken machen, dass die Arten aussterben. Das passiert im Regelfall nicht. Aber irgendwie ist trotzdem nicht so gut. Ich weiß nicht. Weil die Bäume da wachsen so ungefähr, wenn es gut läuft, einen Festmeter pro Hektar und Jahr. Ne? Bei uns sind so 10, 11, 12, ne? So irgendwas um den Dreh, Festmeter pro Hektar und Jahr. Es ist also einfach effizienter, bei uns einen Baum umzukloppen, weil der schneller wieder da steht, als einen Baum in Sibirien umzukloppen. Der steht ganz, 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 ganz lange dann nicht mehr da. Wirklich ganz, ganz lange. Das so nur nochmal zu dieser Thematik. Also ne, ein Nichtnutzen des Waldes in einer idealen Welt, okay, klar. Aber was soll man dann anstatt von Holz benutzen? Wer mir das beantworten kann, der darf sofort damit argumentieren, dass wir 100% Urwald in Deutschland brauchen. Ja, und sämtlichen Wald aus der Nutzung nehmen, machen wir dann sofort. Ist gut. Also wegen mir. Nicht, dass ich das umsetzen könnte. Jetzt aber zum Klöckners nationalen Waldgipfel. Vieles, was ich jetzt noch im Vorfeld erzählen könnte, kommt dann irgendwie zwischendurch. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Dann sind wir dabei. Also, im Wesentlichen, das geht zumindest aus der Rede von der Frau Klöckner hervor, geht es ihr wohl drum, erstmal darauf hinzuweisen, dass der Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder wichtig ist und darin ein enormes Klimaschutzpotenzial liegt. Hast du ganz am Anfang gesagt, hat sie recht. Beträgt ungefähr 14% von dem, was wir derzeit so an CO2 rauskloppen, beziehungsweise würden wir keinen Wald so bewirtschaften, wie wir es gerade tun. Bewirtschaften ist wichtig. Dann hätten wir 14% mehr CO2, was wir so rauskloppen. Irgendwie so war, glaube ich, die Zahl. Das steht auch in den entsprechenden Unterlagen. Apropos, ihr findet sämtliche Quellen, die ich verwendet habe, und noch ein paar, die ich nicht verwendet habe, unten verlinkt entsprechend. Ne? Das Schöne ist bei irgendwelchen Beiträgen von irgendwelchen Ministerien, dass die meistens sehr, sehr, sehr offen darin sind, ihre entsprechenden Materialien, also was bei so einem Gipfel an Handreichung umgegangen ist, gibt es alles im Internet, das können wir also alles öffentlich nachlesen. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache, das gefällt mir gut, kann man gut mitarbeiten. So. Dann meint die Frau Klöckner, dass die ganze Bundesregierung ein Bekenntnis zum Wald definitiv abgegeben hat. Ja, also die Bundesregierung findet den Wald wichtig. Das ist schön. Sonst gehört sie noch mehr in die Tonne gekloppt als sowieso schon. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Aber das ist doch schon mal schön. Da freuen wir uns doch jetzt mal drüber. Machen wir uns einen Tee. Hab keinen unten und hab auch keine Lust, den Gaskocher anzuwerfen. Sonst kriege ich wieder Ärger, dass ich im Keller versticke angeblich. Ja, könnte passieren. gut. Übrigens, was ich jetzt hier erzähle, basiert im Wesentlichen auf dem Einführungsvortrag von der Frau Klöckner. Ich habe mir dann nochmal durchgelesen, was denn die Ergebnisse dieses Gipfels waren und man kann es gleich mal von wegnehmen. Sie hat am Anfang also einen Rahmenplan so mehr oder weniger vorgestellt, ein paar Maßnahmen, die diskutiert werden sollen. Das war ja auch nur ein Tag besagter Gipfel. Das ist dann da eben entsprechend auch passiert. Die hat man besprochen und am Ende, um das Ergebnis vorwegzunehmen,
ja, bleiben die Maßnahmen so jetzt erstmal stehen, nachdem keiner daran massive Kritik auszusetzen hatte und es nur so ein paar kleine sachliche Anmerkungen gegeben hat, wird das jetzt wahrscheinlich genau so gemacht, wie es vorher auch schon klar war. Also auf gut Deutsch, der Effekt dieses Waldgipfels war jetzt aus meiner Sicht, dass man mal wieder miteinander geredet hat. Das ist was Gutes. Das ist definitiv was Gutes. Und ansonsten machen sie das, was sie auch ohne Waldgipfel gemacht hätten. Was nicht zwingend bedeutet, und das ist jetzt die Frage des Details, und darauf gehen wir jetzt gleich noch ein, dass das, was man vorher sowieso schon gemacht hätte, also die Pläne von Frau Klöckner, ihrem Ministerium und ihr selbst vermutlich, dass sie nicht da ganz unbeteiligt dran war, denke ich jetzt auch, das ist der springende Punkt. Und das ist ehrlich gesagt, und wer jetzt erwartet, dass ich das auseinanderrupfe, das wird nicht passieren, weil es ist ganz vernünftig. Ja, die meisten entsprechenden Verbände, die sich zu diesem Waldgipfel geäußert haben, sind auch ebenfalls der Meinung, ja, wichtiger erster Schritt oder vernünftiger erster Schritt. Selbst Greenpeace, ja, grundsätzlich interpretiere ich so die Position von Greenpeace, ja, grundsätzlich ist das eigentlich alles gar nicht so falsch und da gibt's, das kann man schon machen, das reicht natürlich überhaupt nicht. Da haben sie ausnahmsweise nicht ganz unrecht, das hat aber auch keiner behauptet, dass das jetzt reichen soll für die nächsten 100 Jahre, um den Wald am Laufen zu halten, sondern das ist jetzt einfach natürlich die konkrete aktuelle Maßnahme für den aktuellen Zustand des Waldes und dass ein gewisser Handlungsdruck besteht und eine gewisse Aktualität, betont auch Frau Klöckner schon seit ja, Monaten in verschiedenen Pressemitteilungen, die ich mir auch alle durchgelesen habe, was eben jetzt in diesem Waldgipfel sich letztendlich geäußert hat. Übrigens, wann war der? Ich glaube, irgendwann Mitte September. Irgendwie sowas. Ist also schon ein bisschen her. Ich bin langsam. Fangen wir mal an. Also, ich habe ja schon gesagt, die ganze Bundesregierung findet das wichtig. Und nochmal, ich beziehe mich größtenteils auf ihre Antrittsrede, weil sich eben das, was sie in der Antrittsrede gesagt hat, im weiteren Verlauf des Gipfels kaum verändert hat. Falls dann doch mal irgendwo was ist, dann werde ich das nochmal gegebenenfalls separat erwähnen. So. Frau Klöckner erwähnt, dass sie es gut findet, dass bei dem ach so super krass tollen Klimapaket, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht war, was aber gerade in der Mache war, dem tollen GroKo-Klimapaket, die Forstwirtschaft nicht in den CO2-Zertifikatehandel einbezogen wird. Findet sie gut, weil sonst hätte man das Problem, da hat sie nicht ganz unrecht, kann man sich aber jetzt gut kloppen, aber ihr Argument ist schon nicht falsch, dass da lautet, das wäre sauschwer zu managen. Nimmt man dann die Forstwirtschaft in guten Jahren, wo die wahnsinnig viel CO2 einspart oder quasi negativ CO2-Kosten verursacht und massenhaft Emissionszertifikate im Prinzip verkaufen könnte, um damit reich zu werden, nimmt man sie in solchen guten Jahren mit auf, ja, dann ist gut. Aber wenn mal ein schlechtes Jahr ist, so jetzt wie 18 und 19, dann müsste die Forstwirtschaft zusätzlich dazu, dass sie ohnehin massenhaft Geld verloren hat und viele kleine Waldbesitzer quasi finanziell ruiniert sind, nicht alle, aber viele, das auf jeden Fall, da müsste man in so einem Jahr nochmal extra obendrauf zahlen, weil man jetzt plötzlich Emissionen ja massenhaft verursacht, weil man viel mehr Bäume einschlägt, beziehungsweise eingeschlagen worden sind vom Käfer, in Anführungszeichen, als man eben entsprechend dann Zuwachs hat. Und da müsste man eigentlich drauf zahlen. Das heißt, in guten Jahren kriegst du keinen fetten Bonus, aber in schlechten Jahren musst du auch nicht extra nochmal die Katastrophe noch schlimmer machen, indem du da noch was draufzahlen musst. Und es geht ja auch nicht, dass man den Wald reinnimmt in guten Jahren in den CO2-Zertifikatehandel und in schlechten Jahren einfach wieder rausnimmt. Das wäre einfach aus Gerechtigkeitsgründen dann auch keine so gute Idee. So, also so viel zu dem Argument von der Frau Klöckner, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Da hat sie recht. Das ist so. Ob das deswegen trotzdem so toll ist, dass der nicht im Zertifikatehandel drin ist, der Wald, das weiß ich nicht. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Ja, aber das weiß ich einfach nicht. Gut, jetzt habe ich mal in das Diskussionspapier, das da zur Veranstaltung gereicht wurde, reingeschaut. Und da steht mehr oder weniger das Gleiche drin, wie die Frau Klöckner jetzt auch gleich erzählt. Sie betont noch ein paar Punkte anders, die im Diskussionspapier noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben werden. Und ich habe hier so einen Mix aus Papier und ihrer entsprechenden Rede zusammengemurkst und was wir jetzt durchsprechen wollen.
Im Positionspapier haben wir erstmal den Ist-Zustand drinstehen, also so auf den ersten Seiten. Also erstmal so ein bisschen Lobhudelei, ja, Wald wichtig, Nachhaltigkeit toll. Ist für euch vielleicht noch nicht ganz so ausgelutscht, aber wenn man sich häufiger mal solche Papiere durchliest, dann ist das irgendwann wirklich, das hast du dann gehört. Der Begriff Nachhaltigkeit, er ist gesellschaftlich wichtig, er ist ein großes, wichtiges Instrument, um die Zukunft irgendwie auf die Reihe zu kriegen, der gesamten Menschheit. Ja, man kann die Nachhaltigkeit nicht wichtig genug einschätzen, meiner Meinung nach, aber wenn du Forst studierst, dann kriegst du die so oft vor den Latz geknallt, dass sie dir irgendwann tierisch auf den Keks geht, ja. Man möchte zum Grabstein von Hans Karl von Karlowitz pilgern und mal drunter schreiben, ja, ist jetzt gut. der Typ, der die Nachhaltigkeit erfunden hat, ja, Hans Karl von Karlowitz. Ja, emotional. Aber praktisch ist sie trotzdem wichtig. Und natürlich ist das ganze Nachhaltigkeit ist wichtig, blablub, in diesem entsprechenden Papier und Wald ist toll. Das ist natürlich Tatsache, ja. Ist nicht falsch deswegen, aber man hat es dann mal gelesen. Nur damit ihr wisst, was ich mir da immer durchlesen muss. So, dann ist der Ist-Zustand da, berichtet, wie der Wald aktuell dasteht. Da gibt es zwei Varianten. Erstens nimmst du entweder eine willkürliche Zusammenstellung der Waldzustandsberichte. Und wenn du diese Quelle nimmst, dann kannst du sagen, dem Wald geht es ganz, ganz furchtbar. Der Zustand ist immer weiter dramatisch abnehmend und wird immer schlimmer. Und der Wald ist noch nie so schlecht dagestanden wie 2018, beziehungsweise die vorläufigen Ergebnisse von 2019 sind der schlechteste Waldzustand in der Geschichte der Waldzustandsaufzeichnung. So, oder du nimmst die andere Quelle, nämlich die Bundeswaldinventuren, die werden nur alle 10 Jahre gemacht und erfassen jetzt nicht so sehr den Belaubungszustand der Bäume, sondern ja, langfristigere Daten, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil der Belaubungszustand ist die primäre Größe, die im Waldzustandsbericht erfasst wird. Der kann stark variieren, je nach Jahr, und das tut er auch. Und das bedeutet, natürlich ist das nicht ganz unwichtig, aber für langfristige Trends, und die sind im Wald halt besonders wichtig, kann man durchaus mehr Daten erfassen, vor allen Dingen auch Wachstumsdaten im Sinne von wie viel mehr Holz ist da. Holz ist jetzt natürlich nicht nur wirtschaftlich interessant, sondern auch ein prima Indikator für, wenn mehr Holz da ist, ist generell mehr Biomasse produziert worden. Ja, ein Baum produziert ja nicht nur Stamm und verzichtet auf Wurzeln und Blätter, sondern wenn du den Stamm misst und der hat zugenommen, dann kannst du sicher sein, dass Wurzeln und Blätter auch zugenommen haben, weil sich das immer im gleichen Verhältnis zueinander entwickelt. So, und in dieser Bundeswaldinventur nun wird ein anderes Bild gezeichnet. Das ist eben der Knackpunkt, ja. Wenn du wissenschaftlich belegen willst, dass es dem Wald schlecht geht, kannst du das tun. Wenn du wissenschaftlich belegen willst, dass es dem Wald nicht schlecht geht, kannst du das auch tun. Und die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Aber der Trend laut BWI, also Bundeswaldagentur, ist, der Wald ist vorratsreicher geworden, er ist älter geworden, er ist gemischter, naturnäher, wird nachhaltiger genutzt und eigentlich ist alles besser geworden. Alles, was wichtig ist, ist in den letzten Jahren tatsächlich besser geworden. Auch die Zusammensetzung der Wälder der Zukunft. Sprich, was steht unter den alten Bäumen? Was wird denn die nächste Waldgeneration sein? Ist nochmal erheblich besser als die aktuelle Waldgeneration. Soll heißen, angenommen und sterben jetzt keine Bäume mehr. Und wir nehmen die Alten raus und lassen die Jungen aufwachsen. Dann haben wir genau das, was eigentlich alle Welt fordert. Nämlich den Laubmischwald, ne? Mit ein bisschen Nadelholz hier und da und sonst jede Menge Laubholz und jede Menge gemischt und auch viele interessante Arten, potenziell auch klimastabile Arten. Also die BWI malt ein recht positives Bild. Die BWI ist auch die umfangreichste und am besten abgesicherte Untersuchung zum Zustand unseres Waldes und liefert da die wirklich die validesten Zahlen, die wir überhaupt haben. Das heißt, wenn man an der BWI kritisiert und sagt, das stimmt gar nicht, was da drin steht, dann macht man sich aus wissenschaftlicher Sicht relativ lächerlich, ja? Weil das ist die beste Quelle, die es gibt. Ausgerechnet der nicht glauben ist paradox und blöd. Ja? Das ist so. Also aus wissenschaftlicher Sicht, ja. Der Mensch, der daheim vorm Rechner hockt oder irgendwie, was weiß ich, wo hockt, mit dem Handy oder sonst wie, der mag sich jetzt gerne vielleicht eventuell denken, nö, das ist bestimmt fake. Das kann man schon denken. Das macht nicht besonders viel Sinn aus meiner Sicht. Gut.
Das wird also da eben entsprechend erwähnt. Klassischerweise, Naturschutzorganisationen nehmen üblicherweise die Argumentation mit dem, der Waldzustand ist so schlecht wie nie zuvor und eben entsprechende Quellen. Und klassischerweise das Landwirtschaftsministerium bzw. Waldministerium, wenn man so will, nimmt klassischerweise die Bundeswaldinventur. Ja? Ich habe da schon mal hin und wieder drüber gesprochen, wo denn jetzt nun in Wirklichkeit irgendwo der Fall liegt. Natürlich haben wir gerade massive Waldschäden. Die haben wir. Die kann man nicht wegdiskutieren und die werden logischerweise von einer Bundeswaldinventur, die zum letzten Mal 2012 durchgeführt wurde, so nicht wiedergegeben. Die nächste Bundeswaldinventur ist 2022, standardmäßig. Vielleicht zieht man sie ein Jahr vor, das wäre ja mal eine Idee. Wäre aber schlecht für die Statistik, deswegen müsste man sie eigentlich 2022 machen. Dann wird es bis 2023 dauern, bis man die ausgewertet hat. Und dann wissen wir spätestens mehr, wie es denn nämlich wirklich mit dem langfristigen Zustand unseres Waldes aussieht. Das wird extrem spannend. Ich freue mich da schon total drauf. Einfach aus Interesse. Und dann wissen wir spätestens mehr. Ansonsten ist eine der Ideen, die Sie hier im Rahmen des Waldgipfels haben, und das halte ich für eine hervorragende Idee, dass wir ein nationales Waldmonitoring betreiben, im Stil der Bundeswaldinventur Light. Ja, nicht nur die olle Belaubungszustanduntersuchung, sondern wirklich ein bisschen umfassender, mit ein bisschen weniger Stichpunkten dementsprechend, aber noch bezahlbar vom Geld her, und dann kriegt man halt jährliche Ergebnisse und kann ein bisschen differenzierter sich eben den Waldzustand angucken, da der Waldzustandsbericht macht genau das nicht. Der liefert nämlich nicht ein differenziertes Bild vom Waldzustand. Ich bin da wirklich überhaupt kein Freund von diesem Ding. Ich meine, es ist nicht nutzlos, aber wird überinterpretiert. So, ja, jetzt Zustand 2019. Wir haben 180.000 Hektar Fläche, die neu bestockt werden müssen. Soll heißen, da sind irgendwie in irgendeiner Form Maßnahmen zur Erneuerung des Waldes notwendig. Wichtig ist, jetzt müssen wir gleich mal unterscheiden, das bedeutet nicht, dass wir 180.000 Hektar Fichten pflanzen wollen. Das will kein Mensch. Ja, das liest man hin und wieder mal bei sehr gut informierten Leuten im Internet, dass scheinbar genau das der Plan ist. Das will niemand. Wo kommt diese Information her? Das will kein Schwein. Davon abgesehen, das ist überhaupt nicht möglich, 180 Hektar in den nächsten Jahren einfach so aufzuforsten. Ja, im Sinne von, man pflanzt Bäume. Das geht gar nicht. Dafür ist das Personal nicht da, dafür ist das Geld nicht da. Deswegen ist es einfach der Logik geschuldet, der wirtschaftlichen Logik, der ökologischen Logik und dem gesunden Menschenverstand, auch wenn das ein viel missbrauchter Begriff ist, möchte ich ihn hier trotzdem jetzt mal kurz verwenden, dass es gar nicht geht, das einfach alles aufzuforsten. Sondern man muss allein schon der Logik geschuldet eben auch auf die natürlichen Selbstregenerationskräfte des Waldes setzen. Man muss auf Naturverjüngung setzen, man muss auf natürliche Sukzession setzen. Es wird Flächen geben, da macht man nichts oder fast nichts, außer vielleicht infektiöse Bäume, wo der Käfer noch drin hockt, rausziehen. Und dann überlässt man die sich selbst und dann kann da sich die Natur so verwirklichen, wie sie das gerne möchte. Das wird es geben, allein schon aus technischen Gründen. Es wird Flächen geben, da holt man zwar alles raus, aber da ist genug Naturverjüngung vorhanden und dann lässt man die auch erstmal machen. Und es wird aber auch Flächen geben, in denen die natürliche Sukzession 20 Jahre brauchen würde, bis da wieder ein Wald steht oder 30. Und in solchen Fällen wird man zumindest versuchen, sage ich jetzt mal, da dann tatsächlich zu pflanzen. Das so ein bisschen auch nochmal vorneweg. Ne? Das sind also diese 180.000 Hektar, die da neu bestockt werden müssen, sollen. Also es ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass sie neu bestockt werden müssen. Das Problem ist jetzt, dass so viel Kalamitätsholz angefallen ist, also Holz, das durch ungeplante Ereignisse angefallen ist. Dass damit der Holzpreis total in den Keller gegangen ist. Ja, wenn du den Markt übersättigst und du kannst bei jedem Waldbesitzer Fichtenholz bis zum Abwinken kaufen, dann brauchst du jetzt dem nicht unbedingt 100 Euro den Festmeter zahlen, wenn du es doch überall für
80 Festmeter kriegst. Und dann gibt es nochmal einen, der das wirklich verzweifelt loswerden möchte und bietet es für 70 Festmeter an. Und dann gehst du natürlich zu dem und dann kommt nochmal einer und der bietet es für 60 an. Und logischerweise geht damit die Preisspirale immer weiter runter. Und momentan sind wir jetzt bei dem Level angekommen, dass die allermeisten, zumindest kleinen Waldbesitzer, gar nicht mehr in der Lage sind, ihre Fichte aus dem Wald zu holen, das kostendeckend zu machen. Und jetzt muss man sich, gerade die kleinen Waldbesitzer sind ein Problem. So der durchschnittliche Privatwaldbesitzer hat 2,5 Hektar. Der versieht mit seinem Wald bestenfalls einen günstigen Jahresurlaub für sich selbst. Nicht für die ganze Familie, sondern für sich selbst. Also wir reden von 500 Euro im Jahr. Vielleicht, wenn es gut läuft. Kann auch in schlechten Jahren mal weniger sein. Natürlich trifft das nicht. Aber wichtig ist auch, das ist keine jährliche 500 Euro, sondern das sind mal alle 10 Jahre halt 5.000 oder irgendwie sowas. Bestenfalls, nochmal, bestenfalls. Damit wir einfach mal irgendeine Zahl durchgekaut haben. Der kann sich's jetzt nicht leisten, mal eben, weil sein kompletter Wald zusammengebrochen ist, all seine Fichten da rausziehen zu lassen, was er selber nicht machen kann, weil er die Technik nicht daheim rumstehen hat, weil sie jedes Jahr Fixkosten kosten würde und das macht überhaupt keinen Sinn. Der kann sich es einfach nicht leisten, seinen Wald jetzt aufzuräumen, weil er nicht zufällig noch ein paar tausend Euro auf dem Bankkonto rumliegen hat, die er auch für nichts anderes geplant hat, als seinen Wald aufzuräumen. Und da haben wir den großen Knackpunkt. Das kann ein kleiner privater Waldbesitzer einfach nicht leisten. Warum ist jetzt die entscheidende Knackfrage? Soll jetzt aber der Staat dafür einspringen? Ja, das bedeutet, wenn der Staat das bezahlt, dann bezahlen wir es alle letztendlich. Ja, Steuergelder, die wir alle eben entsprechend in irgendeiner Form gezahlt haben. Ist das jetzt angemessen? Ist das nicht das betriebswirtschaftliche Risiko des Waldbesitzers, des Kleinen, dass es halt nun mal passieren kann, dass sein Wald vom Borkenkäfer gefressen wird? Insbesondere, wenn sein Großvater Fichte gepflanzt hat oder sein Vater, je nachdem wie alt der jeweilige Waldbesitzer ist. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, ja, das ist betriebswirtschaftliches Risiko, selber schuld, Pech gehabt, ne? Eigentum verpflichtet, da hast du den Salat. Das kann man schon so sagen, ne? Das ist vielleicht nicht besonders freundlich, aber gehen tut das. Oder Variante 2, da der Wald für die Gemeinschaft, für die Allgemeinheit, für die Natur, für die Menschheit, für den ganzen Planeten, wenn man so möchte, Dinge bereitstellt, die dem Waldbesitzer nicht bezahlt werden, nämlich Luft, Wasser, sauberes, Erholungsfaktor, dass man im Wald spazieren gehen kann, ja, nur so solche Sachen, um bei den drei Beispielen zu bleiben. Dadurch, dass das allen kostenlos zur Verfügung gestellt wird und alle daran Interesse haben, dass es das auch weiterhin gibt, kann man daraus auch ein nationales Interesse am Erhalt eben auch dieser kleinen Privatwälder herleiten und dann wäre es logisch, dafür eben auch entsprechend Steuergelder locker zu machen. Ich finde Letzteres. Aber das darf man gerne auch anders sehen und das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, was es dafür von meiner Meinung abweichende Meinungen gibt. Ne? Das ist also jetzt so der Stand des Problems. Regional unterschiedlich führt das übrigens auch dazu, weil die Schäden wirklich nicht gleich verteilt sind über die ganze Bundesrepublik, überall exakt 12%, sondern hier mal 50 und da mal 0. Gibt es, oder fast 0, sagen wir mal 1. Gibt es halt Regionen, die sind massiv betroffen und da ist der Wald als solcher in Gefahr. Ja, jetzt muss man sich wieder streiten, inwieweit der Wald als solcher, ne? Es ist schon noch ein Wald, botanisch gesehen, nur ist er halt jetzt so hoch. Und das mögen viele Leute nicht. Weil durch den Wald kriechen, um ihn noch als Wald wahrnehmen zu können, ist nicht so schön. Der bietet auch nicht so viel Schatten und Finanzielles hatten wir schon angesprochen. Und in solchen Regionen ist es natürlich schon so, dass da Existenzen quasi zerstört werden. Mal abgesehen vom wertvollen, schönen Wald, den wir ja alle mögen. Wer hier zuguckt, mag Wald. Das setze ich jetzt mal voraus. Die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist, da muss jetzt wieder was hin, nämlich Wald. Und was für einen Wald wollen wir denn jetzt haben? Und da steht im entsprechenden Papierchen, und Frau Klöckner sagt es in ihrem Vortrag auch so ähnlich,
Wir wollen einen klimaresilienten, naturnahen, leistungsstarken, standortgerechten Mischwald haben. So. Also, gehen wir nochmal durch. Klimaresilient. Das bedeutet, wir wollen Baumarten, die gegebenenfalls schon unter klimatischen Extremen schon leiden werden. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Aber die dann in der Lage sind, wenn diese klimatischen Extreme vorbei sind, sich schnell wieder zu erholen. Resilienz ist ein Schadereignis tritt ein. Und gleichzeitig hat aber das System, das jetzt das Schadereignis erlitten hat, die Möglichkeit, sich davon sehr schnell wieder zu erholen. Flupp. Das gibt es in verschiedenen Auswirkungen. Entweder ist es nur ein sehr kleines Schadereignis mit einer geringen Regenerationsmöglichkeit oder du hast ein massives Schadereignis, dein System hat aber eine massive Regenerationsfähigkeit. Da Wälder lange zum Wachsen brauchen, sind sie meistens so ausgelegt, und sie sind natürlich auch sehr robust, dass tatsächlich ein kleiner Schaden schon einen massiven Einschnitt darstellt, der meistens doch relativ lange braucht, bis er eben entsprechend wieder zurück aufs Ausgangsniveau gebracht wird, der Systemzustand. Und deswegen, Wälder sind resilient, aber mehr resilientere Baumarten hinzupflanzen, das müssen jetzt nicht unbedingt zwingend andere Baumarten sein, sondern es können auch einfach andere Herkünfte sein. Und da kann man sich super drüber streiten, was da jetzt genau gemacht werden muss, und das passiert auch. Aber dass man irgendwie ein bisschen steuernd eingreift, um die Klimaresilienz zu fördern, halte ich für eine gute Idee, da, wenn wir davon ausgehen, dass der Klimawandel zu schnell stattfindet, dass unsere heimische Natur damit so klarkommen kann und dass das in diesem Tempo noch nie gegeben hat. Es ist völlig egal, wer jetzt daran schuld ist, wenn ihr das jetzt wieder diskutieren wollt. Es geht so schnell, dass unsere Bäume zu langsam sind. Die sind nun mal nicht die flottesten, ne? Die rennen euch normalerweise nicht davon, um das zu überleben. So, und jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann ist es okay, dass der Wald stirbt. Das geht auch, das ist auch eine Option. Oder eben aber, wir müssen ein bisschen versuchen, steuernd einzugreifen, damit uns der Wald nicht stirbt. Das ist dann vielleicht, wenn man so will, gegen den Willen der Natur. Vielleicht, wenn man das möchte. Aber es ist in jedem Fall auch wichtig für uns als Gesellschaft, damit wir weiterhin Holz haben, damit wir weiterhin Wald haben, damit wir weiter einen nutzbaren Wald haben. Und den werden wir nämlich nötig haben. Also, naturnahe Wälder wollen wir außerdem noch. Das bedeutet, wir wollen keinen Fichtenacker, sondern wir wollen möglichst einen schönen Bestand, der aus verschiedenen Baumarten sich zusammensetzt, da die auch noch standortsgerecht sein sollen. Das ist dann der nächste Punkt. Soll dieser Wald zumindest zum gewissen Anteil, üblicherweise spricht man von 50-75%, so irgendwas um den Dreh, dann ist es schon einigermaßen standortgerecht, die Baumarten enthalten, die da natürlicherweise auch vorkommen würden. So, und dann kann man noch ein paar zusätzliche Baumarten dazustellen, die nur dafür da sind, nicht nur, aber auch und primär, um Geld zu verdienen. Ja, und um eben die Leistung des Waldes, die wir als Gesellschaft brauchen, nämlich Holz bereitzustellen, nutzen zu können. Das ist so ein bisschen der Plan, der hier im Raum steht. Das ist übrigens Stand des Wissens der Forstwissenschaftler, da habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Ne? Das ist so. Leistungsstarke sollen sie auch noch sein. Das ist natürlich wichtig. Je leistungsstärker, desto schneller hast du einen schönen Baum, den du dann eben entsprechend verkaufen kannst, mit dem du dann schön was Tolles bauen kannst. Besagten Dachstuhl, das war in einem anderen Version. Ich hatte noch einen Take vor diesem. Hatte ich schon mal versucht, das Video aufzunehmen. Da hat mir nicht ganz so gut gefallen, deswegen habe ich es dann nochmal gemacht. Beziehungsweise, ich habe nach fünf Minuten abgebrochen oder sowas. Aber da hatte ich irgendwas erzählt von einem Dachstuhl als mögliche Option, um eben CO2 zu speichern. Weil wenn du CO2 in Form von Holz im Wald liegen lässt, verrottet es irgendwann. Wenn du es aus dem Wald rausholst und in deinen Dachstuhl baust, wenn das ein guter Dachstuhl ist, gute Zimmermannskunst, dann hebt der hunderte von Jahren. Und da wird viel diskutiert, was da nun besser ist, aber ich tendiere zu letzterem. Gut, aber das wäre die Sache mit den Leistungsstarken dann nochmal. Und ja, Mischwälder sollen es sein. Das will momentan auch absolut jeder. Das ist ja sowieso im Trend. Wir rufen nach Fichten, Monokulturen-Fraktion ist in den letzten Jahren ziemlich verstummt. Ja, es gibt in Bayern noch ein paar Hinterwäldler, die der Meinung sind, das haben wir immer so gemacht. Die gibt es nicht nur in Bayern, aber dort primär. Bayern kloppen, ja, auch ein Hobby von mir. So, jetzt kommen wir zurück zur Frau Klöckner. Frau Klöckner geht jetzt also los.
zu ihrem Kumpel Olaf und sagt, du Olaf, wir brauchen Geld aus dem Klimatopf. Ne? Der Klimafonds der Bundesregierung für Klimafolgenkosten. Und da ist irgendwie drin, weiß ich nicht, 2 Milliarden, irgend sowas, meine ich mal gehört zu haben, oder 3 Milliarden. Jedenfalls ist das ein Topf, da will jeder was draus haben. Da wollen die Bauern was haben, die Förster, die SUV-Fahrer und so weiter. Und da dieser Topf so belastet ist, war es nicht ganz einfach für die arme Julia mit ihrem Kumpel, dem Olaf, da jetzt klarzustellen, wie viel sie denn aus dem Topf haben darf. Und nach einigen Gekloppe, was wahrscheinlich ziemlich intensiv ausgefallen ist, ich mag mir das einfach schön bildlich vorstellen, tut mir leid, haben sie sich darauf geeinigt, dass sie 547 Millionen Euro aus diesem besagten Topf bekommt. So. Ist das jetzt viel? Das kommt drauf an. Die Forderungen der Waldbesitzerverbände gehen irgendwie so dahingehend, dass der Schaden, der jetzt durch die ganze Klimageschichte da entstanden ist, durch die Dürre, durch den Käfer und so weiter, sich auf etwa 2,5 Milliarden beläuft. Der Schaden, ja, das sind nicht die Kosten zum Wiederaufforsten, sondern das ist der insgesamte wirtschaftliche Schaden für die gesamte Forstwirtschaft wegen 2018-19. Das hat die Bundesregierung nicht und das will sie auch nicht ausgeben, weil, jetzt müssen wir nochmal unterscheiden, woher kommt denn der Anspruch der Forstwirtschaft, den Schaden zu ersetzen? Naja, dadurch, dass der Wald halt wichtig ist für uns alle. Jetzt ist aber die Frage, muss man denen gleich den ganzen wirtschaftlichen Schaden ersetzen und sagt gar nicht, die haben kein unternehmerisches Risiko, wann immer die irgendwie denen im Baum umfällt, bezahlt der Staat. Oder man geht halt hin und klar, man verhindert, dass die jeweils bankrott gehen und man möchte ja, dass Wald wieder dasteht und deswegen zahlt man das wieder auf Forsten. Aber das, was sie an Geld verloren haben, ja, das ist halt nun mal weg, das ist dann unternehmerisches Risiko. So, und in diesem Sinne muss ich sagen, auch wenn ich mich jetzt bei den Waldbesitzern vielleicht nicht besonders beliebt mache, finde ich 547 Millionen Euro jetzt gar nicht mal so scheiße. Das ist jetzt schon mal erstmal ein Wort. Jetzt gibt es wieder entsprechende Stimmen, die sagen, das langt nicht zum Aufforsten, das kostet mindestens 1,2, 1,5 Milliarden. Das ist ja jetzt... Jetzt will ich wirklich nicht die Julia in Schutz nehmen. Echt nicht. Aber wenn jetzt die Politiker sagen, na, das ist ja jetzt erstmal ein erster Schritt, dann haben sie halt nicht ganz Unrecht. Und ihr müsst immer dran denken, wir sind alles Forstmenschen. Wir denken langsam. Und langfristig. Und das bedeutet, wenn wir uns jetzt erstmal für die kommenden Jahre mit über 547 Millionen unterhalten, dann ist das auch erstmal durchaus ein Sümmchen, was ich als angemessen ansehen würde, ja? Wenn man im Hinterkopf behält, auch unsere Regierung hat nicht unendlich Kohle. Der Olaf ist ja, der sitzt da ja entsprechend drauf und egal, jedenfalls. Ist es nicht ganz so einfach, dem Olaf da Geld abzuknüpfen und entsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich nicht so ganz lustig gewesen ist. Was in der Berichterstattung über diesen Gipfel überall zu lesen ist, 800 Millionen Euro. Wie wir dazu kommen, kommt dann später noch, weil da sind ja noch Landesmittel dabei. Das ist ja nur das Geld vom Bund, die 547 Millionen. Was aber bei der Berichterstattung im Regelfall nicht erwähnt wird, und das ist was, das hat Frau Klöckner zwar gesagt, aber aus irgendwelchen Gründen sagt das keiner außer mir jetzt dann, jedenfalls habe ich noch keinen anderen gefunden außer mir, ist, dass von diesen 547 Millionen Euro, oh, Chefin ruft an. Ja, ich mach gleich weiter. Wo war ich? Ach ja, beim Geld. Also, von diesen 547 Millionen Euro sind allerdings leider 478 Millionen Euro, also die Mehrheit, in einem Gemeinschaftstopf. Und zwar der Topf, der Agrarstruktur- und Küstenschutztopf, soll heißen, sämtliche Agrarstruktur inklusive Aufforstungsarbeiten im Wald plus der Küstenschutz und was da halt sonst noch alles drin steckt. Ich weiß ja nicht, was die alles da in ihrem Topf drin hat, die Frau Julia, Frau Klöckner. Und das bedeutet, nicht alle 547 Millionen Euro stehen aber für den Wald zur Verfügung. Ja? Wie viele das letztendlich sein werden, das wissen wir nicht. Aber jetzt ist die Zahl plötzlich nicht mehr so groß. Ja?
Jetzt ist die Zahl nämlich plötzlich bloß noch so etwas um die 60, 70 Millionen, die wirklich exklusiv für den Wald erstmal sind. Und der Rest muss ich mit den anderen Leuten, die Geld haben wollen, drum kloppen. Ne? Ja, plötzlich nicht mehr so viel Kohle. Okay, jetzt kommt dann noch Geld dazu, nämlich aus der Soforthilfe vom Bundestag. Das waren mal ursprünglich 5 Millionen Euro pro Jahr über 5 Jahre, also 25 Millionen. Dazu hatte ich mich in einem anderen Video schon mal lustig gemacht, dass das, okay, das ist nicht nichts, ne, aber das ist relativ lächerlich, 25 Millionen, wenn halt eben von Wiederaufforstungskosten von 1,2 Milliarden ausgegangen wird. Dann ist das wirklich nicht viel, ne. So, und jetzt sind sie ganz stolz, also auch die Frau Klöckner verkündet stolz, dass sich der Bundestag entschieden hat, diesen Betrag zu verdoppeln. Wow. Wobei mir nicht ganz klar ist, vielleicht hat das jemand mitbekommen und kann mir das jemand sagen, ich habe es auch nicht recherchieren können, haben die das jetzt bloß für ein Jahr oder für 2 Jahre verdoppelt? Also die 5 Millionen Euro auf 10 Millionen Jahre im Jahre 2019 und im Jahre 2020 erhöht? Oder haben die das generell, die 25 Millionen Euro über die nächsten 5 Jahre, auf 50 Millionen Euro über die nächsten 5 Jahre erhöht? Das weiß ich nicht ganz. Das wäre in Anbetracht der Gesamtsumme zwar immer noch nicht besonders ausschlaggebend, aber trotzdem ist es viel Geld. Ne? So, jetzt soll es so sein, dass der Bund 60% von den Wiederaufforstungsmaßnahmen eben entsprechend stemmt. Das sind die 547 Millionen plus eben dieses bisschen Zeug da aus dem Bundestag. Und 40% soll aus Landesgeldern aufgestockt werden. Und wenn wir jetzt diese 40% aufstocken, dann kommen wir so auf grob 800 Millionen Euro und das ist dann die Summe, die die Medien eben entsprechend berichtet haben. Damit sind einige Bundesländer, zum Beispiel Niedersachsen, so gar nicht glücklich, weil sie sich schon mehr Geld erhofft hatten und damit entsprechend auch mehr zahlen müssen. Dass der Bund also nur 60% sozusagen übernimmt, das schmeckt vielen nicht. Gut, es ist die Aufgabe der jeweiligen Bundesländerregierungen, dafür zu sorgen, dass sie einen ausgeglichenen Haushalt haben. Und da möchten sie natürlich lieber Geld vom Bund, als aus dem eigenen Bundesland zu nehmen. Das kann man nachvollziehen. Das ist jetzt einfach nur zur Information, dass das vielen nicht schmeckt. Ja. Was ich jetzt imponierend fand, auch wenn ich wirklich nicht Klöckner streicheln möchte, aber sie weist extra noch darauf hin, das fand ich schon gut, dass sie da aus eigener Motivation darauf hinweist und nicht so tut, als ob das gar nicht passiert wäre, das kennt man auch von dem einen oder anderen Politiker, dass die Schäden eigentlich mit 3,5 Milliarden Euro angegeben werden. Das sagt sie, das ist ihr also auch aufgefallen, beziehungsweise das hat sie auch gelesen. Das fand ich nicht schlecht. Die Schäden können wir nicht ersetzen, das geht einfach nicht. Deswegen ist das, was man tun kann, trotzdem aufforsten, auch da, wo die Leute quasi zu pleite sind, um selbst aufzuforsten. Das ist so die Aussage. Ja, es tut mir leid, aber das finde ich relativ vernünftig. Jetzt müssen wir noch immer überlegen, wir behandeln hier ja Politiker. Das heißt, ob die das jetzt wirklich so machen, das kann ja Frau Klöckner ja auch nicht ganz alleine entscheiden. Da hat im schlimmsten Fall Frau Merkel auch noch eventuell was mitzureden. Und wer da sonst noch? Und der Olaf sowieso. Und ne, da, das mag schon sein, dass da noch andere Leute irgendwie in die Suppe spucken. Aber soweit klingt das jetzt ehrlich gesagt echt ganz vernünftig, muss ich sagen. Also kann ich nicht groß dran rummeckern. Ja? Mehr Geld wäre gut, ja, klar. Ja. Aber wir sind hier leider nicht bei Wünsch dir was. Dann würde ich mir auch ganz egoistisch Dinge wünschen, die damit gar nichts zu tun haben. So, dann gibt es noch ein bisschen Selbstbelobigung, dass sie betont, dass ihr Ministerium schon lange am Waldumbau arbeitet. Darüber berichtet ja aber keiner. Ja, stimmt leider. Da hat sie recht. Es ist wirklich so, dass der Trend halt bezüglich Waldumbau von Sachen der jeweiligen Landwirtschaftsminister bzw. Forstminister, also nicht nur Julia selber, sondern auch ihre Vorgänger, der Trend geht definitiv in die Richtung, dass Waldumbau betrieben wird. Das wurde bisher mit vergleichsweise wenig Geld gemacht, aber nichtsdestotrotz hieß die Ansage von Seiten des Waldministeriums, wir machen Waldumbau hin zu
ja, naturnäher, standortgerechter und so weiter und so weiter. Und die Zahlen aus der Bundeswaldinventur bestätigen das eben auch, dass das nun mal tatsächlich stattgefunden hat. Also bisher war es so, das habe ich schon mal gesagt irgendwo, dass im Landwirtschaftsministerium bzw. im Forstministerium, wie es in der Landwirtschaft aussieht, das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest beim Forst hat schon viele Jahre kein Idiot mehr gearbeitet als Minister. Ja? Das bedeutet, die haben fast immer die eine Sache richtig gemacht, dass sie auf die Wissenschaft gehört haben. Und als Wissenschaftler ist es meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, auf die Wissenschaft zu hören. Überraschung. Und dadurch haben sie eigentlich immer eine ganz okaye Arbeit abgeliefert. Im Detail kann man sich immer streiten. Ja? Und da wird der eine oder andere sagen, nö, das ist richtig gut, ich wähle die. Da wird manche aber auch sagen, das langt noch hinten und vorne nicht. Und wieder werden, das ist total unzufrieden. Ja, das kann auch alles sein. Ich persönlich würde mich bei, deswegen muss ich die nicht wählen, das ist nicht weiter schwierig, auf deine Berater zu hören. Und immerhin sind es keine Vollidioten gewesen. Da irgendwo würde ich mich einordnen wollen. Aber wenn sie jetzt sagt, wir sind da dran gewesen, wir haben da schon ganz viel gemacht. Ja, das stimmt. Ja, also dazu gibt es wirklich nicht widerlegbare Zahlen, dass das schon so ist. Ob es das Optimum war, kann ich nicht beurteilen. Ja, das geht dann wirklich so sehr. Das ist verdammt große Politik. Das ist für einen einzelnen kleinen Mann mit Hut. Das maße ich mir einfach nicht an, das beurteilen zu wollen. Ja, ich bin froh, dass ich den Job nicht habe. Das nächste ist, damit sich der kleine Mann von der Straße, beziehungsweise der Städter, auch vorstellen kann, wie viel eigentlich 180.000 Hektar ist. Das sind 250.000 Fußballfelder. Außerdem haben wir 150 Millionen Festmeter Schadholz. Das sind 150 Millionen 1 Kubikmeter Klötze. Das ist krass. Das ist wirklich enorm krass. Und stellt einen nicht zu vernachlässigenden Anteil am normalen Holzeinschlag eben entsprechend dar. Beziehungsweise dieser ganze Klotz Schadholz ersetzt sozusagen den gesamten Holzeinschlag des Jahres mehr oder weniger. Also normale, reguläre Holzernte hat man auch noch ein bisschen gemacht. Auf gut Deutsch, dieses Jahr wurde so ein kleines bisschen der Wald übergenutzt. Das ist aber nicht schlimm, weil der Nachhaltigkeitssatz in der Forstwirtschaft besagt ja, dass du langfristig gesehen nicht mehr rausholen sollst, als nachwächst. Dass es mal auch ein Jahr gibt, in dem du ein bisschen mehr holst, ist okay, solange es dann gleich auch wieder irgendwann ein Jahr gibt, wo du ein bisschen weniger holst. Und das hat sich bisher eigentlich immer sehr gut ausgeglichen. Das ist also kein Grund zur Panik. Aber 150 Millionen Festmeter Schadholz, das ist schon wirklich, wirklich eine Zahl. Das tut weh. Das tut weh. Also nur, dass ihr es einschätzen könnt. Ja, für euch ist das wahrscheinlich schwierig einzuordnen. Handlung tut Not, sagt Julia, hat sie recht. So, jetzt kommen die schönen Eckpunkte, die eben auf dem Papier da auch hervorgehen. Und noch was Frau Klöckner betont, wo ich sagen muss, das stimmt, ist: Die folgenden Eckpunkte auf dem Papier sind auf Basis der Wissenschaft erarbeitet worden. Das stimmt. Das ist schlicht und ergreifend richtig. Die Ideen, die jetzt dann kommen, hat sie aus dem Positionspapier übernommen, beziehungsweise das wird sie mit den entsprechenden Leuten auch gesprochen haben. Immerhin bezahlt sie denen Geld dafür, dass sie hin und wieder vorbeikommen und ihr sagen, was sie machen soll. Wird sie entsprechend mit den Leuten auch gesprochen haben, und zwar mit dem Verband der Deutschen Forstlichen Versuchsanstalten. Das ist also ein Zusammenschluss der Wissenschaftler, die in den Deutschen Forstlichen Versuchsanstalten Forstwissenschaft betreiben. Das sind nicht direkt die Universitäten, die sind aber oft im engen Kontakt mit den selbrigen. Teilweise sind sie auch so mehr oder weniger angegliedert und haben einen schönen Gang, der zwischen beiden Gebäuden hindurchführt, und man kann da ständig sich austauschen. Das ist aber Details, die nicht so wichtig sind. Sind tolle Institute. Ich lese super gerne deren Publikationen. Wenn ich irgendwie es zeitlich hinkriege, würde ich sie alle lesen. Schaffe ich nicht. Aber wenn mich gerade mal ein bestimmtes Thema interessiert, dann findet man da eigentlich von irgendeiner forstlichen Versuchsanstalt fast immer was. Das haben ca. 70 führende Forstwissenschaftler unterzeichnet, dieses entsprechende Papier. Das habe ich auch durchgelesen natürlich. Will ich euch jetzt nicht allzu sehr damit nerven. Aber da stehen tolle Ideen drin, auf die ich jetzt auch so nicht gekommen wäre. Wie man denn jetzt am besten den Wald ans Klima anpasst. Aber gut, das sind ja auch 70 Köpfe und nicht nur ich.
Und vielleicht auch ein paar schlauere Köpfe dabei als meiner, mit Sicherheit. Deshalb ist das schon toll. Ja, und aus diesem Papier hat sie halt bestimmte Punkte entnommen und die stehen jetzt hier beim Waldgipfel zur Diskussion. Ob man nicht vielleicht noch mehr nehmen könnte oder andere nehmen könnte, das sind dann wirklich so kleine, futzelige Details. Ah, da maße ich mir wieder nicht an, das beurteilen zu wollen. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ganz gut und vielleicht gibt es echt noch Optimierungsbedarf. Ne? Ja, Optimierungsmöglichkeit. Bedarf sehe ich keinen, Möglichkeit vielleicht schon. So, dann hat sie noch ein flammendes Plädoyer gehalten für ideologiefreie Diskussionen. Und da hat sie nicht ganz Unrecht, das sage ich auch gerne mal. Denn es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, das heißt, wir können nicht... die Lösung liegt nicht bei, entweder lässt man den Wald nur sich selbst machen oder man nutzt ihn komplett und macht gleich hier Raubbau und so weiter, sondern es gibt zwischen Raubbau und Nationalpark wirklich noch diverse Abstufungen. Und innerhalb dieser diversen Abstufungen, so ungefähr in der Mitte, ist meiner Meinung nach grundsätzlich sowieso immer eine gute Idee, bewegen wir uns. Vielleicht bewegen wir uns auch bei 70% Raubbau und nur 30% Nationalpark. Das mag schon sein. Ich denke, in diese Richtung wird es eher gehen. Ist-Zustand ist vielleicht eher 80-20. Also, das ist noch lange kein Raubbau. Ja, also ich kann wirklich nicht sehen, dass im großen Ganzen der deutschen Forstwirtschaft, gerade wenn man sich die vielen qualifizierten Förster anguckt und mit denen man im Wald unterwegs ist, was die da abliefern, ist zum Teil wirklich großartige Arbeit. Und da kann ich einfach nicht sehen, wo dieser furchtbare Raubbau, den dann ein bestimmter Förster vorzugsweise überall auf dem Planeten, auch in Deutschland irgendwie sehen möchte und die nur Plantagen, die er überall sehen möchte, ein gewisser Herr Peter Wohleben, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da tue ich mich wirklich schwer. Also ich gehe auch raus in den Wald und ich komme inzwischen praktischerweise, dankenswerterweise auch relativ viel rum in der Bundesrepublik und muss sagen, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Natürlich gibt es die auch mal, aber die sind nicht überall. Ja? Und das ist genau vielleicht, also mein Beitrag zu der ideologiefreien Auseinandersetzung, die hier gefördert wird. Es gibt wirklich noch ganz, ganz viel dazwischen, zwischen, naja, halt nur Kahlschlag und so weiter und nur Naturschutz. Oh, und jo, und sie meint noch, Moment, was meint sie denn? Deutschland ist nicht ein Land der Plantagen und Monokulturen. Außerdem sind Schäden überall aufgetreten, auch in alten Naturwäldern und bei sehr alten Bäumen. Das ist auch nochmal so ein wesentlicher Punkt. Manche Leute meinen jetzt, nur die Plantagen würden sterben. Ja, die alten Wälder mit ihren super tollen, emotionalen Wohlfühlbäumen, die haben überhaupt keine Schaden davon getreten. Das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Es gibt Regionen, da haben die keine Schäden davon getragen. Ich kenne ein paar. Und es gibt Regionen, da haben die genauso gelitten wie alles andere auch und leider kenne ich da auch ein paar. Und ne, es ist so, dass die momentanen Anforderungen an den Wald durch Dürre und so ein Zeugs so hoch sind, dass es keinen noch so naturnahen Superbaum gibt, der hundertprozentig immer, sofern er jetzt nicht irgendwo im Wasserloch steht, dann schon, alles überstehen würde. Den gibt es halt momentan gerade nicht mehr. Nach den Anforderungen, die wir jetzt gerade sehen. Und das ist ein großes, großes, großes Problem. Da darf man sich schon Sorgen machen und da darf man auch durchaus Angst haben. Ah! Ah! Freundin! Ja, Schatz! Okay, lass dich rein. Und... Ja, ne? Und jetzt machen wir gleich weiter. Okay, folgendes. Waldbrandprävention wird nochmal explizit erwähnt, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, dass man Wälder nicht einfach sich selbst überlassen kann, dann brennen sie nämlich reihenweise ab, sagt Frau Klöckner. Sehe ich anders, weil wenn man die Wälder etwas sich selbst überlassen würde, würden es irgendwann Laubwälder sein und die brennen im Regelfall nicht. Zumindest nicht bei uns. Zumindest nicht nur in sehr seltenen Ausnahmefällen und wenn doch, dann meistens nur als kleines, kurzes Feuer, das keinen großen Schäden hinterlässt. Deswegen dieses Argument, da möchte ich widersprechen. Das sehe ich so nicht. Ja.
Ja, und wichtig sei ihr auch noch, dass nicht alles Holz aus dem Wald geholt werden soll, was da rumliegt, was jetzt umgefallen ist, sondern lediglich das Kalamitätsholz, also das Holz, wo der Borkenkäfer noch drin hockt, wovon ein sozusagen Infektionsrisiko für den Rest des Bestandes entsprechend ausgeht. Das muss raus, und zwar schnell. Nicht automatisch alles. Das ist also auch ein Missverständnis, wer jetzt meint, irgendjemand wolle alles Holz aus dem Wald holen, nur weil er es halt will und den kompletten Wald aufräumen. Die Idee, dass man davon auch was liegen lassen kann, um es halt eben als Totholz im Wald zu lassen, ist gerade so populär, da wird kein Mensch dagegen arbeiten. Davon abgesehen, niemand hat das Geld derzeit, alles aus dem Wald zu holen. Die sind alle am Limit, die Kollegen, die da diesbezüglich praktisch im Wald arbeiten. Und die Befürchtung ist Mumpitz. Jetzt ist mein Akku leer. Meine Fresse, lauter kurze Filmschnipselchen hier. Normalerweise quatsche ich gerne eine halbe Stunde durch. Noch ein Zitat, was mir im Gedächtnis geblieben ist, beziehungsweise was ich mir rausgeschrieben habe, ne, ihr seht, ich arbeite mit Zettel, ist, ein Wald zu bewirtschaften ist nichts Unanständiges, es muss nur klug und nach klaren Regeln gemacht werden. Ha? Hat man schon dümmere Sätze gehört, ne? Das sag ich jetzt mal vorsichtig. Gut, aber nochmal, ich wähle sie deswegen trotzdem nicht. Wir brauchen klimaanpassungsfähige, naturnahe Mischwälder, bla bla. Das hat man schon alles mal gehört. Wald ist wichtig, bla bla. Rückzugsort, bla. Biodiversität, bla bla bla. Wasser, bla. Haben wir alles, das kennen wir, ne? Das muss ich jetzt nicht alles nochmal weitergeben, beziehungsweise wiedergeben. Das haben wir jetzt alles besprochen. Thema fremdländische Baumarten aus Sicht der Forstwissenschaft ist ein vorsichtiger Anbau und vorsichtiger Ausbau der Bestockung mit ausgewählten, ökologisch sinnvollen fremdländischen Baumarten durchaus möglich und sinnvoll, da wir halt keine Ahnung haben, oder zumindest nicht ausreichend Ahnung, was exakt auf uns zukommen wird. Und es tut nicht weh, testhalber ein paar entsprechend fremdländische Baumarten auch mal in Testanbauten irgendwo hinzustellen, wenn wir dann sehen, wow, die machen sich ja super hier, dann können wir immer noch ein paar mehr aufstellen. Und wir reden hier von Zahlen von maximal, das ist derzeit so vorgegeben, maximal 20% der kompletten Bestockung eines Bestandes. Das gibt es in der Praxis fast nirgends, dass das wirklich mal so ausgenutzt wird. Mehr darf man halt eben nicht. Wenn man mal 5 oder 10% irgendwo haben, ist das viel. Und die böse Douglasie, die ja angeblich überall in Deutschland steht, hatte bei der letzten Komplettzählung 1,5% an der Waldfläche, wo Douglasie steht. Das ist nicht nichts für eine einzelne Baumart, aber das ist, damit ist sie nicht mal in den Top 10, ne? Beziehungsweise doch in den Top 10 ist sie, weil die bestehen aus Fichte, Kiefer, Buche, Eiche. Dann kommt lange, lange nichts sozusagen. Und dann kommen tatsächlich auch so Sachen wie Douglasie. Aber da ist alles so im Bereich von 1% rum. Ne? Bei den anderen Baumarten, die dann noch so übrig sind. Also das nur als, das ist die mit Abstand häufigste nicht heimische Baumart, die es in unserem Wald überhaupt gibt. Klar, deren Anteil wird zugenommen haben, besagte Bundeswaldinventur ist schon länger her, aber wenn sie jetzt bei 3% ist, dann wird es mich sehr, sehr überraschen. Sehr, 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 sehr überraschen. Gut. Dann hat sie noch ein paar tolle Kleinigkeiten bereits umgesetzt, da lobt sie sich sehr. Die reichen aber nicht, sagt sie auch selber, da hat sie recht. Und wofür ist jetzt das Geld? Das ist primär für Wiederaufforstung, dann für Anpassung an den Klimawandel und drittens will sie vor allen Dingen auch noch was von dem Geld ausgeben für Monitoring und Forschung. Letzteres finde ich ausgezeichnet, weil gerade eben dieses nationale Waldmonitoring, das über den ollen Waldzustandsbericht hinausgeht, das hatte ich eingangs schon erwähnt, das klingt nach einer großartigen Idee. Hat ihr bestimmt jemand zugeflüstert. das war jetzt böse. Die Frau kennt sich schon auch ein bisschen aus, ja. Die kommt ja auch irgendwie, hat einen gewissen landwirtschaftlichen, landnutzerischen Hintergrund. Ich weiß es nicht, ich habe mich da eigentlich nie mit auseinandergesetzt, was für ein Hintergrund genau. Sie war wohl mal Weinkönigin oder sowas. Meistens, also ich weiß nicht, wie es bei den Weinköniginnen ist, aber Waldprinzessin oder Waldkönigin,
gibt es in Bayern alles. Wird man nur, wenn man einen gewissen Hintergrund und einen gewissen fachlichen Hintergrund zur Thematik hat. Also Vorstudentinnen sind üblicherweise die Waldprinzessin. Das nur mal am Rande angemerkt. Herzliche Grüße, falls du dich angesprochen fühlst. guckt sie wahrscheinlich eh nicht. Gut, folgende konkreten Maßnahmen sind jetzt eben im Raum und werden hier jetzt diskutiert im Rahmen dieses Gipfels. Die wurden dann auch letztendlich so angenommen, kann man quasi sagen. Großartige Änderungen haben da, glaube ich, nicht stattgefunden. Ich habe jedenfalls keine entdeckt. Gut, Schlagholz muss raus. Verkehrssicherung ist diesbezüglich wichtig. Natürlich brauchen wir Totholz im Wald, das bezweifelt keiner, aber es soll halt auch niemand, der einmal mal so durch den Wald läuft, vom Baum erschlagen werden. Vor allen Dingen sollen die Straßen natürlich frei bleiben. Die Verkehrssicherungspflicht ist einfach wichtig und das muss gegeben sein. Es wird zu diesem Zwecke die 44 Tonnen Sonderregelung für Holz-LKW beibehalten. Normalerweise so ein Schwerlast-LKW 40 Tonnen, dann ist Schluss. Ja? In Jahren mit krassen Holzkalamitäten, so wie jetzt, darf der zusätzliche 4 Tonnen transportieren. Das klingt jetzt erstmal nach 10%, ist es auch, aber der LKW selber ist ja auch schon schwer. Und dadurch, dass der nur eine Zuladung von, ich krieg's nicht mehr zusammen, das ist zu lange her, aber von der Hälfte oder was von diesen 40 Tonnen, also 20 Tonnen Zuladung überhaupt nur transportieren kann, macht dann schon auf einmal 20% aus. Ja, 4 Tonnen nochmal obendrauf auf die 20 sind 20% zusätzlich, da musst du dann doch erheblich weniger oft im Wald durch den Wald fahren, um alles Holz einzusammeln. Aber ich kriege die genauen Zahlen wirklich, nimmt es mir nicht übel, ich mag es jetzt auch nicht googeln oder sonst wie, das ist echt zu lange her und Forsttechnik hat mich nie besonders interessiert. Das sind nur so letzte Fetzen, die noch im Hirn hängen. dabei gilt vor allen Dingen, was nicht infektiös ist, kann erstmal liegen bleiben, das kann dann irgendwann mal später geholt werden, weil es nicht dringend ist. Wobei es natürlich auch nicht vier, fünf Jahre im Wald liegen sollte, wenn man es noch wirtschaftlich nutzen möchte. Ja, oder man lässt es halt wirklich komplett im Bestand. Nährstoffrückführung, ne? Biotopholz, Totholz für auch den Wasserrückhalt im Bestand. Wenn mehr dichtes Zeug im Bestand rumliegt, mehr Kram auf dem Boden liegt, der das Wasser im Boden hält, vorsichtig ausgedrückt, ganz vereinfacht dargestellt, dann ist das auch nicht verkehrt. Ja, außerdem will man sowieso durch die Forstwirtschaft der Zukunft den Wassererhalt im Bestand mehr sicherstellen. Dazu kommen wir gleich noch. Das ist also der Punkt, ja, Verkehrssicherung und Räumung. Dann sollen mehr Holzlagerplätze geschaffen werden. Das bedeutet, dass vor allen Dingen die Bürokratie, die notwendig ist, um einen Platz als Holzlagerplatz auszuweisen, entsprechend vereinfacht werden soll. Das glaube ich aber auch erst, wenn es soweit ist. bei der Wiederbewaldung soll womöglich auf Naturverjüngung und natürliche Sukzession gesetzt werden. Das hatte ich euch aber auch schon weiter vorne im Video erzählt. Und wo das absolut nicht geht, da muss man dann halt eben entsprechend pflanzen. Und das soll in Absprache mit der Forstwissenschaft so passieren, dass man eventuell noch ein paar alternative Bäume mit dazu pflanzt. Mit dazu nicht ausschließlich, keiner will eine Monokultur mit Douglasie jetzt hinstellen, um die Monokultur von Fichte zu ersetzen. Das möchte niemand, ja? Das glaubt uns niemand in der Forst, also uns Forstmenschen glaubt kein Schwein, dass niemand das möchte. Aber vielleicht liegt es auch am Wohlleben, der immer genau das behauptet. Völlig beleglos und völlig ohne, Entschuldigung, Sinn und Verstand. Das ist einfach Quatsch, diese Behauptung. Laubbäume ins Nadelholz sollen unter anderem deswegen gestellt werden, dass man also in nadelholzreiche Bestände zusätzliche Laubbäume einbringt, weil das A, die Bodenwasserverfügbarkeit ein bisschen erhöht, zweitens die Bodenentwicklung positiv beeinflusst, beziehungsweise nicht weiter negativ beeinflusst. Zu viele Nadelhölzer haben schlechte Eigenschaften auf die Bodenfruchtbarkeit. Näheres dazu gibt es in meinen bodenkundlichen Videos und wenn nicht, müsste man mit auf Tour gehen, da sprechen wir auch relativ viel über Bodenkunde. Das war Werbung. Ups, muss ich das jetzt einblenden? Nein, muss ich nicht. Man darf für sich selbst auf seinem eigenen Kanal schon Werbung machen.
wenn klar ist, dass man immer automatisch mit allem, was man hier so macht, letztendlich Werbung für sich selbst macht. Deswegen muss man das dann nicht einblenden. Das ist so eine kleine lustige Sonderregelung. Ja, wenn ich jetzt Werbung für irgendwas anderes Produkt mache, dann muss ich Werbung einblenden. Aber für mich selbst darf ich. So. Dann haben wir den großen Punkt, der eigentlich jedes Mal diskutiert wird, wenn irgendein Waldgipfel oder irgendeine größere Walddiskussionsrunde stattfindet, nämlich Wild. Wild und Wald oder Wild mit Wald oder Wald ohne Wild oder Wild ohne Wald. Irgendwie so. Selbstverständlich ist ein Wald mit Wild von allen gewünscht. Aha. Nur die Prioritäten, ob eher lieber Wild oder eher lieber Pflanzen, das ist durchaus umstritten. Und da kommt es natürlich auch darauf an, welches Wild. Gegen Auerhahn hat keiner was, abgesehen davon, dass der wahnsinnig viel Arbeit macht und total anspruchsvolle Habitate braucht. Mag man den eigentlich, der schmeckt auch gut. Den darf man überhaupt nicht, wirklich nicht essen. Nein, das wäre erheblich böse, aber er soll sehr gut schmecken. Jetzt, was wollte ich denn erzählen? Ja, das ist halt die Frage, wie viele Rehe soll man totschießen? Die Hauptbaumarten sollten sich natürlich und ohne große Einschränkungen in ihrem Verjüngungsverhalten selbst verjüngen können. Und das ist nur dann erreichbar, wenn der Wildbestand entsprechend angepasst ist. So ist Stand der Forschung. Wie viel Reh jetzt dafür da sein darf oder ob überhaupt im Rotgebiet das irgendwie realistisch ist oder nicht, das weiß niemand so genau und das ist wirklich so eins der zentralen Streitthemen in der Forstwissenschaft. Ich hatte das schon in vielen Videos entsprechend angesprochen, mag es hier jetzt nicht nochmal großartig tun. Scheinbar war aber auf dem Waldgipfel hier relativ große Einigkeit nach den Quellen, die ich sonst noch so angeguckt habe, dass das wohl eine sinnvolle Maßnahme wäre. Gut, aber da waren auch relativ viele Forstwissenschaftler anwesend, die sagen das meistens. Grundsätzlich stimmt das auch, nur wo ist die Balance? Welcher Wert ist der richtige? Da liegt der Förster begraben quasi. Ne? So, außerdem müssen wir den kleinen Privatwald mehr unterstützen. Das bedeutet nicht im Sinne von denen viel, viel Geld geben, sondern dass die mehr die Möglichkeit haben, sich einfach den nächsten Förster zu schnappen. Ey, du, komm mal mit in meinen Wald, sag mir mal, was ich hier machen soll. So in dem Stil ungefähr. Dazu will sie auch noch mal ein bisschen investieren, dass eben mehr Fachkräfte her müssen. Außerdem, das wird auch schon seit Jahrzehnten erwähnt, aber scheinbar ist es noch aktuell oder ich weiß es auch nicht, langsam stimmt mich das manchmal ein bisschen nachdenklich. Ja, seit ich angefangen habe zu studieren, heißt es, oh, bald gehen alle Förster in Rente. Es ist kurz davor, dass alle Förster in Rente gehen. Ist gut, dass ihr jetzt Forst studiert, weil dann sind alle in Rente gegangen, dann kriegt ihr ganz viele Jobangebote. Ja? Das Gleiche erzählen sie heute noch den Erstsemestern und auch Frau Klöckner sagt das heute noch. Ja, wann gehen denn die endlich jetzt mal alle in Rente? Das ist jetzt dann langsam mal 10 Jahre her, dass uns das allen erzählt wurde. Und davor hat man es auch schon gesagt. Also, wann ist es denn jetzt mal so weit? Das ist schon ein bisschen manchmal für mich etwas schwer nachzufassen. Zu vollziehen, wollte ich sagen. Ja, dann will sie eine Werbeoffensive für Waldberufe starten. Ja, was gibt's da? Den Forstwirt. Burp. Und das Problem beim Forstwirt ist, da kannst du noch so viel werben, es gibt da kaum Ausbildungsplätze. Der jeweilige Staat, also das jeweilige Land, Bundesland, das einen Wald hat, leistet sich nur extrem wenig Waldarbeiter. Die kosten enorm viel Geld. Und natürlich sind die unwirtschaftlich, wenn du zu viele von denen hast und die nicht was anderes machen müssen, als den ganzen Tag nur ackern, 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 ackern. Wenn sie tatsächlich mal zwischendrin auch eine Zigarette rauchen dürfen, dann ist das schon nicht mehr ganz so wirtschaftlich. Ja? Und deswegen müssen die ackern, ackern, ackern. Und es dürfen ja nicht zu viele sein, dass sie sich abwechseln können mit Ackern oder so. Das wäre ja schlimm. Da muss ein großartiger Strukturwandel hin. Da muss einfach die Erkenntnis hin, dass wir einfach viel mehr Personal im Wald brauchen, sowohl bei den Ausführenden, also sprich denjenigen, die den Baum umsägen und solche Sachen, ne,
als auch eben bei den Förstern vor allen Dingen, wenn ihr mal mitkriegt, wie viel inzwischen die Kollegen, was die für Reviergrößen haben, das ist irre, wie viel die bewirtschaften müssen. Das bedeutet, du musst wirklich, vielleicht hat jemand mal ein Agroförster-Video gesehen, der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern. Das bedeutet, du musst wirklich in diesem Stil durch den Wald rennen und Bäume im Eiltempo markieren und sofort, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, wissen, welcher weg soll, damit du irgendwie hinterherkommst. Und das kann nicht gut sein. Das lässt den Leuten keinen kreativen Spielraum, das lässt ihnen nicht die Möglichkeit, so gut es irgendwie geht, den Wald wirklich so zu planen, wie es der Wald verdient hätte. Das setzt die wahnsinnig unter Druck. Klar, Top-Leute schaffen das trotzdem. Deswegen gibt es auch einige, die nicht meckern, weil sie halt top sind. Aber es muss doch auch anders gehen. Und da bin ich der Meinung, auch diverser Verbände, die genau das im Rahmen dieses Gipfels angemerkt haben, dass da einfach viel mehr Personal hin muss. Dass man einfach das Geld locker machen muss für die Stellen, dass diese dann auch eingestellt werden können. Qualifizierte Leute gibt's. Es ist ja gar nicht so, dass man jetzt wahnsinnig Mangel an qualifizierten Förstern hätte oder sowas. Genügend Kollegen von mir, die noch auf der Straße sitzen oder in irgendeinem anderen Bereich arbeiten, wo sie ursprünglich gar nicht hin wollten. Vielleicht sind das nicht... Na, sind wir mal ehrlich, normalerweise funktioniert es ja in der freien Marktwirtschaft schon so, dass diejenigen, die die Besten sind, am ehesten einen Job kriegen und diejenigen, die dann keinen Job kriegen, waren dann halt eben nicht die Besten. Aber nichtsdestotrotz gäbe es wirklich noch genügend Leute, die, gerade wenn man die Hektik aus dem Job ein bisschen rausnimmt, vielleicht ein bisschen langsamer sind, aber eventuell genau den gleichen guten Job machen würden. Mit mehr Kreativität vielleicht, mit etwas mehr Nachdenken vielleicht, und vielleicht wäre genau das, was wir brauchen. Ja, möglicherweise. Aber das ist nur meine Meinung, und hier möchte ich eben wirklich betonen, dass es mir auch so geht, dass mir die Pläne hier vom Gipfel da nicht weit genug reichen. Da muss einfach viel mehr Personal in den Wald. So, mehr Forschung soll finanziert werden, das ist gut. Da kann man nichts weiter gegen einwenden. Es gibt schon sehr gute Forschung in Deutschland, forstwissenschaftlicher Art, betont auch die Frau Klöckner nochmal. Und das stimmt auch, aber vor allem im Bereich Monitoring und vor allen Dingen im Bereich potenziell neue Baumarten, die man auch zusätzlich einbringen könnte. Da wissen wir noch relativ wenig. Es gibt ein paar Versuchsflächen, das ist auch nicht schlecht, aber da könnte man noch erheblich mehr tun. Das würde halt auch nochmal Geld kosten, also da noch die eine oder andere zusätzliche Million reinklatschen. Es sind ja genug Millionen da, sollte man meinen. Und dann läuft die Sache. So, dann will sie mehr in klimafreundliches Bauen investieren, beziehungsweise dafür mehr werben. Mehr Laubholzverwendungsmöglichkeiten sollen erforscht werden. Das ist ja das Problem. Nadelholz lässt sich ja nahezu für alles benutzen. Ja, da kannst du tolle Sachen mit bauen, Häuser bauen, sonst was bauen, Möbel bauen, scheißegal. Papier kannst du draus machen, Klopapier kannst du draus machen, Spanplatte kannst du draus machen. Du kannst alles mit Nadelholz machen, mit Laubholz. Geht das theoretisch auch, ist aber viel umständlicher. Und da ist tatsächlich so, dass die Holzforschung schon viele tolle Ideen hatte, aber die Umsetzung klappt noch nicht so richtig. Und da muss wohl wirklich noch mehr investiert werden, damit man da noch einfachere Verwendungsmöglichkeiten, noch ökonomischere Verwendungsmöglichkeiten vor allen Dingen für Laubhölzer finden kann als Brennholz. Weil Brennholz ist nicht besonders nachhaltig, stoffliche Verwertung, sprich irgendwas draus machen, was dann eine Weile rumsteht, das wäre erheblich besser. Und sie möchte mehr Öffentlichkeitsarbeit zum Wald haben. Man kann gerne in mich investieren. Ne? Ist so ein Problem. Längst nicht alle. Aber der Förster wird nicht unbedingt Förster und versteckt sich gerne im Wald, weil er Mordspaß dran hat, öffentlich aufzutreten. Ja, das ist oft ein Widerspruch, wenn man sich mal so die Mitstudenten auch anguckt. Die wenigsten von denen sind jetzt die klassische Rampensau, dass sie jetzt unbedingt überall öffentlich ihre Meinung kundtun müssen. Und das bin ich eigentlich auch nicht, aber ich rede ja auch bloß mit der Kamera. Das ist wirklich nicht unbedingt eine klassische Charaktereigenschaft von einem Waldmensch, in Anführungszeichen, dass er super, super, super gerne in der Öffentlichkeit auftritt. Ja. Und
daran wird sich auch kaum was ändern lassen. Es gibt eine bestimmte Klientel, Leute, die im Wald arbeiten, und daran hat sich, glaube ich, auch seit langer, langer Zeit nichts geändert, und da sehe ich nicht, dass sich das ändern wird. Das Einzige, was man machen könnte, wäre halt wirklich draufkloppen, dass trotzdem mehr Öffentlichkeitsarbeit stattfinden muss, dass, auch wenn sie es nicht gerne machen, es halt einfach wichtig ist, dass mehr, zum Beispiel mehr Waldführungen angeboten werden, auch von in den örtlichen Forstämtern, in den Kommunalwäldern und ja. Und wenn nicht, dann mache ich das. So, Zusammenfassung, wir haben jetzt viel Geld. Da fließen schon einige, und die, die noch nicht fließen, die werden dann ganz bald ankommen, sagt sie, die Julia, und damit wünscht sie einen schönen Waldgipfel, weil das, was ich jetzt alles vorgetragen habe, war ja mehr oder weniger vor dem Gipfel. Andere Quellen eben berichten nach dem Gipfel, und wie ich eingangs schon erwähnt habe, es gab keine großartigen Kontroversen. Robin Wood hat einen kleinen Aufstand gemacht, haben wir zur Kenntnis genommen, wird ansonsten ignoriert. Dann gab es ein paar Fachvorträge, unter anderem vom Herrn Spellmann, Professor Spellmann, das ist einer der führenden deutschen Waldwachstumskundler. Sehr schön, dass der auch da war. Das war genau der, der die Robin-Wood-Aktion ausgelöst hat. Hervorragend, kann ich nachvollziehen. So, und ja, das war's eigentlich. In einer der Quellen, die ihr unten findet, ich kann euch gerade nicht genau sagen, welche, steht als Fazit, ja, die meisten Teilnehmer dieses Waldgipfels werden wohl mit der Meinung wieder nach Hause gehen, mit der sie auch schon zum Waldgipfel gekommen sind. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr, sehr häufig so, insbesondere im Forstbereich, sind Meinungen wie der Wald. Sie ändern sich langsam. Und das gleiche Phänomen haben wir hier jetzt auch. Also, wie ist das einzuordnen? War das Mumpitz von der Frau Klöckner oder ist das alles sinnvoll gewesen? Inhaltlich ist es völlig in Ordnung. Da gibt es nichts Schlimmes. Nur Mini-Mini-Details, wo ich noch ein kleines bisschen vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt hätte. Hat es das gebraucht? Also ich persönlich bin der Meinung, miteinander reden ist immer gut. Und deshalb fand ich das sinnvoll und finde das auch immer noch sinnvoll. Macht die Frau Klöckner einen guten Job? Ehrlich gesagt, ist das schon in Ordnung. Ja. Ich möchte eigentlich gerne meckern, weil ich ihre Partei nicht mag. Aber im Grunde macht sie wirklich einen ganz ordentlichen Job. Ja, da gibt's sachlich gibt's wenig auszusetzen. Und das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt nicht mich furchtbar aufregen muss und sagen muss, das ist alles ganz, ganz furchtbar. Das ist es halt nicht. Was jetzt da draus wird, sagen wir mal so, der nächste spannende Punkt in der Entwicklung unseres heimischen Waldes wird sein, wo ich dann auch wieder was Interessantes berichten kann, wenn die ersten Waldzustandsberichte draußen sind. Wer sich erinnert, Waldzustandsbericht ist diese Quelle, die immer sagt, dem Wald geht scheiße. In diesem Jahr wird sie das mit Sicherheit auch sagen. Spannend wird sein, wie scheiße. Ne? Vorsichtige erste Schätzungen besagen, dass es nochmal massiv schlechter ist als letztes Jahr. Das macht Sinn, weil, das hatte ich ja auch prophezeit, nach einem Katastrophenjahr mit einer Katastrophendürre folgt im Regelfall ein Jahr, in dem es noch schlimmer ist, zumindest von der Optik her, weil in das Katastrophenjahr rein haben die Bäume Reserve. Aus dem Katastrophenjahr raus haben sie keine mehr. Ist das Folgejahr nicht super, super toll, sieht man das. Und genau das ist eingetreten. Ne? 2019 ist nicht so schlimm wie 2018, aber auch nicht super gut, und das sieht man jetzt. Aha, und das wird man dann auch in den Zahlen der Waldzustandsberichte entsprechend sehen. Üblicherweise kommen die ersten so im November. Wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben im Dezember, und manche Bundesländer lassen sich Zeit bis nächstes Jahr, dann wäre im Mai oder sowas, vielleicht auch schon im Februar 2020 damit zu rechnen, dass wir die dann für alle Bundesländer haben. Und da freue ich mich schon drauf, das dann auch eben entsprechend durchzugehen mit denjenigen, die das interessiert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen auf die Mortalität bin ich gespannt. Weil wir ja 2018 noch keine signifikant mehr tote Bäume hatten und sie dieses Jahr mit Sicherheit haben werden. Das sieht jeder, der mal in den Wald geguckt hat. Und wie viele das sind, da habe ich ein bisschen Angst vor der Zahl. Da habe ich echt Angst vor der Zahl.
Auch habe ich Angst, dass ich im Wald so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft etablieren wird. Gut, die Böden sind nicht gleich verteilt in Deutschland. Ja? Wir haben tendenziell im Südwesten bessere Böden als im Nordosten. Das hat nichts mit Politik zu tun, das ist Natur. Leider, leider, leider könnte das eben auch dahingehen, dass ja ohnehin schon so eine gewisse Ost-West-Spaltung in der Gesellschaft vorliegt, diese vielleicht nicht unbedingt positiv beeinflussen, wenn der Osten feststellt, dass sie nicht nur sonst irgendwie benachteiligt sind, sondern auch noch den schlechteren Waldboden haben. Und das ist irgendwie doof und unfair, vor allen Dingen. Aber das könnte, das sind so Sachen, die mich beschäftigen. So. Aber jetzt habe ich lang genug gelabert und habe keine Lust mehr und habe Hunger und deswegen macht's gut und ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Tschüss.